Ein Cochlea-Implantat ermöglicht zu hören. Die Tonqualität ist aber sehr eingeschränkt. An der Uni Freiburg erforschen Patrick Rother und sein Team eine neue Technik. In Zusammenarbeit mit unseren wissenschaftlichen Partnern in Göttingen entwickeln wir ein optisches Cochlea-Implantat. Dieses soll langfristig das elektrische Implantat mit seinen Elektroden ersetzen. Da die Größe einer Gehörschnecke von Natur aus gegeben ist, bleibt für das neue System nicht viel Platz. Unser optisches Cochlea-Implantat besteht aus einer Reihe von kleinsten Mikro-LEDs. Hier ein Beispiel. Diese LEDs sind 60 x 60 Mikrometer. Und ein guter Vergleich ist der Querschnitt eines Haares. Das entspricht der Größe einer LED. 144 solcher LEDs zusammengeschaltet sollen für eine Klangrevolution sorgen. Das Ziel wird sein, das Hörvermögen drastisch zu verbessern, damit die Patienten mit diesem neuen System nicht nur besser an Gesprächen teilnehmen können, sondern auch Musik genießen können in ihrer vollen Bandbreite. Dass so ein Lichtgewitter im Ohr wirklich einen ansprechenden Klangeindruck zuwege bringen kann, ist präklinisch bewiesen. Es hat sich gezeigt, dass die kleinsten LED-Arrays im Ohr selber einen Gehöreindruck vermitteln, der sehr stark dem des natürlichen Hörens ähnelt. Die Implantate werden in Vorserien auf hauchdünnen Grundplatten hergestellt, sogenannte Wafer. Erik Klein überprüft sie. Auf diesem Wafer befinden sich 450 optische Cochlea-Implantate, die jeweils mit bis zu 144 Mikro-LEDs ausgestattet sind. Sodann wird unter dem Mikroskop mit Fingerspitzengefühl hantiert. Über diese beiden Nadeln wird ein Strom in die optischen Cochlea-Implantate eingespeist, um hinterher bewerten zu können, wie die LEDs funktionieren und in welchem Grad die optischen Cochlea-Implantate funktionsfähig sind und dann für den Einsatz weiter bearbeitet werden können. Wenn sie fertig sind, werden die neuen Systeme dieselben äußeren Abmessungen wie die Vorgängermodelle mit Elektroden aufweisen. Dieses Leuchtdiodenarray wird durch einen sogenannten Pulsgenerator angesteuert, sodass einzelne LEDs immer wieder aufleuchten. Von außen sehen Sie im Grunde genommen nichts, wenn das Implantat implantiert ist. Der eine Teil wird direkt in die Cochlea implantiert. Der Pulsgenerator selber sitzt unter der Kopfhaut in einer Vertiefung im Schädel. Auch wenn die Implantate aus hochflexiblem Material sind und sich problemlos in die Hörschnecke einpassen lassen, funktionieren können sie nur bei Patienten, bei denen die Sinneszellen optogenetisch verändert wurden. Zellen im menschlichen Körper sind, mit Ausnahme der Zellen in der Retina, also im Auge, nicht lichtsensitiv. Mit den Methoden der Optogenetik können allerdings Zellen lichtsensitiv gemacht werden und damit können sie nicht nur elektrisch, sondern dann auch optisch stimuliert werden. Damit das Hörsystem klinisch erprobt werden kann, bleiben jetzt noch zwei Hürden. Zum einen müssen wir nachweisen, dass unsere Systeme langzeitstabil sind, dass sie im Menschen zu keinen allergischen Reaktionen führen, dass wir die Systeme über ein Jahrzehnt oder länger einsetzen können. Auf der medizinischen Seite muss natürlich nachgewiesen werden, dass die Optogenetik langzeitstabil ist, dass es hier auch zu keinen allergischen Reaktionen kommt. All das muss gewährleistet sein, um dann beide Aspekte zusammen in eine klinische Studie zu überführen. Hören mit Licht. Ein neues Cochlea-Implantat aus Freiburg gibt Hörgeschädigten bald eine neue Perspektive.